Danke. Ja, dann schauen wir gleich mal auf die Zahlen von Daimler, die ja eigentlich gar nicht schlecht waren, obwohl die Aktie heute im Minus unterwegs ist. Die vorläufigen Zahlen, die hat Daimler bestätigt. Unterm Strich steht dank des Verkaufs der EADS-Anteile ein Gewinn von 2,8 Milliarden Euro. Daimler hatte ja bereits vor rund 2 Wochen vorläufige Zahlen genannt. Allerdings sah das Nettoergebnis noch nicht ausgewiesen. Konzernweit erwirtschaftete Daimler einen Umsatz von knapp 30 Milliarden Euro, was einem Plus von 3% entspricht. Operativ lief es dagegen nicht so gut wie im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern lag bei rund 2 Milliarden Euro, also etwa 270 Millionen niedriger. Ja, über die Zahlen von Daimler spreche ich jetzt mit Tim Schuld von Equinet. Herr Schuld, Daimler hat vor knapp 2 Wochen einen Milliardengewinn verkündet. Heute gab es die endgültigen Zahlen. Waren Sie überrascht? Nein, also im Wesentlichen waren, wie gesagt, die Zahlen tatsächlich ja schon bekannt. Das Nettoergebnis ist jetzt bei Daimler keine besonders relevante Größe, auf die man auf Quartalsbasis schaut. Wo man drauf geschaut hat, war der Free Cashflow. Der war im zweiten Quartal eigentlich auch ganz positiv. Allerdings haben sie gesagt, dass in der zweiten Jahreshälfte der Free Cashflow relativ schwach sein könnte. Und das führt vielleicht auch zu den leichten Gewinnmitnahmen heute. Daimler geht ja davon aus, dass man den Tiefpunkt auf dem westeuropäischen Markt durchschritten hat. Sind Sie auch dieser Meinung? Ich denke schon, wir haben im Lkw-Bereich immer eine relativ starke Nachfrage, die sich aufbaut, wenn über Jahre hinweg weniger Lkws gekauft werden, als man eigentlich ersetzen müsste. Lkws werden benutzt, von daher muss man sie irgendwann ersetzen. Die südeuropäischen Märkte sind schon so schwach, dass sich da nach unten nicht mehr viel tut. Also von daher haben wir eine gute Chance, dass der Tiefpunkt erreicht ist. Wie dynamisch das jetzt in der zweiten Jahreshälfte dann nach oben gehen wird, hängt ein Stück weit davon ab, ob es gewisse Vorzieheffekte gibt, denn zu Beginn des nächsten Jahres wird ein neuer Standard Euro 6 eingeführt und da könnte es durchaus sein, dass der ein oder andere vielleicht noch den alten Truck mit der Euro 5 Norm kauft. Daimler will ja den Absatz 2013 erneut steigern. Schauen wir mal ein bisschen weiter voraus. Wie schätzen Sie da die Perspektiven ein? Also ich denke auf jeden Fall, wenn man sieht, dass ja jetzt die S-Klasse neu auf den Markt gekommen ist, dass im zweiten Quartal die E-Klasse ersetzt worden ist, sind die Chancen, dass man tatsächlich den Absatz weiter steigert, relativ gut. 2014 sollte das dann tendenziell noch besser werden, da dann man ein ganzes Jahr wirklich über ein sehr junges Produktportfolio verfügt. Inwieweit ist jetzt die Bilanz von Daimler auch ein Vorbote quasi für die Bilanzen von VW und BMW? Das kann man nur sehr bedingt übertragen. Man weiß ja bei den einzelnen Herstellern schon, wie die Absatzzahlen gelaufen sind. Das wusste man auch bei Daimler vorweg und dann war trotzdem letzten Endes die Gewinnsituation eine positive Überraschung. Also das ist schon sehr individuell bei den einzelnen Unternehmen. Die Aktie heute unter Druck. Was raten Sie den Anlegern und woran liegt es eigentlich? Ja, wie gesagt, ich denke, es liegt ein Stück weit daran, dass der Free Cashflow-Ausblick für das zweite Halbjahr ein bisschen vorsichtig ausgefallen ist. Grundsätzlich haben wir eine mittelfristige positive Einschätzung zu Daimler bislang gehabt. Jetzt nach der starken Entwicklung in den letzten Monaten sind wir aber gerade dabei, da nochmal wieder drüber zu schauen. Also von daher verwundern mich die Gewinnmitnahmen heute jetzt nicht. Was denken Sie, wie geht's mit der Aktie weiter? Ja, ich denke, jetzt kurzfristig kann es tatsächlich erstmal noch zu Gewinnmitnahmen gucken. Wie es dann langfristig weitergeht, hängt sehr davon ab, wie man es schafft in den Kernbereichen, wo man Probleme hat, also insbesondere die Effizienzen und die Marktsituation in China, wo man zurückhängt, wie man diese Probleme löst. Man ist auf einem guten Wege, aber ob sich das tatsächlich materialisiert, weiß man nicht und von daher wird man da noch ein bisschen Geduld haben müssen. Also wir warten ab, Tim Schulte von Equinet. Vielen Dank für diese Einschätzung. Gerne. Und damit geht's weiter mit der